Alter, du und deine... Hör doch mal auf hier. Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Penumbra, Twilight of the Arcade. Ich bin der 93 Joe. Im letzten Teil haben wir das neue Monster, den, so habe ich ihn getauft, Ochsenfrosch kennengelernt, der anscheinend der Wilmer war, der sich hier verdünnisiert hat. Also nicht verdünnisiert, sondern versteckt hat. Während dieser und der letzten Aufnahme sind mir ein paar Sachen durch den Kopf gegangen. Zum einen, ich habe eine Säge gefunden. Meine Vermutung ist, ich kann mit dieser Säge den Schacht aufmachen. Jedoch denke ich mir, das macht eigentlich doch nicht so viel Sinn. Also, vielleicht brauche ich die woanders. Das zweite ist, ich habe gedacht, der Ochsenfrosch ist ziemlich lahm. Vielleicht. Ich pass mal auf, was passiert. Vielleicht hat er mich gar nicht gesehen, sondern und ist weitergelaufen und ist erst den Gang runter. Vielleicht patrouilliert er. Das machen die Monster in Horrorspielen gerne. Ah, mach bloß das Licht aus. Ah, da kommt er. Ah, Tatsache. Er patrouilliert. Das heißt, ich kann mich einfach hinter ihm herschleichen. Hoffentlich bemerkt er mich nicht, wenn ich ihn zu sehr anschaue. Schau dir mal die schöne Wand an. Mein Gott. Die ist nice. Und ab in die Tür. Ab in die Tür. Ich probiere einfach mal meine Theorie aus. Ansonsten muss ich woanders schauen, wo die Säge vielleicht eingesetzt werden kann. Probieren wir es aus. Nein, nicht ganz richtig. Okay, ich muss also woanders hin. Der Vater ist jetzt... Ich kann hier sehen, wann der vorbeikommt. Oder? Das ist die Sache. Okay. Oh. Er ist gerade da um die Ecke gegangen. Okay. Das heißt, wenn er zurück, wenn er auf dem Rückweg ist, dann folge ich ihm ganz unauffällig, ganz still und heimlich. Und schau mal, was ich vielleicht dort hinten finden kann. Da war doch dieses große verschlossene Tor, oder? Vielleicht kann ich da was machen. Hallo, Ochsenfrosch. Ich habe schon ein bisschen Angst vor dem. Der sieht zwar komisch aus mit seinen großen Klüpschaugen, aber der kann sich mit zwei Hapsen verschlingen. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich habe ihn zwar schon mal im Trailer gesehen, ja, aber nicht so genau, daher... musste ich mich einfach hier nochmal erkundigen, wie der überhaupt aussieht, dass ich meine Angst nehmen kann. Und ganz ehrlich, die ist schon runtergeschraubt. Sobald man weiß, wie das Monster aussieht, hat man weniger Angst, okay. Der braucht ziemlich lange, achso, langsam ist er schon. Also er ist motiviert. Motivation ist Herzen. Aha, jetzt kommt er. Kommt er hier runter? Ja, er kommt hier runter. Ganz ruhig. Hör auf zu atmen. Man hört zumindest dieses Dong, Dong, Dong. Das sind also seine Schritte. Okay. Jetzt dreht er sich um. Watsche mal in Richtung Norden. Ich meine eher Süden. Oh, Jesus. Hat er mich geschnuppert? Ich hoffe doch nicht. Riech ich? Nee, ich riech nicht. Okay. Jetzt still und heimlich. Still und heimlich. Wo geht er lang? Okay, er geht da hinten lang. Dann würde ich mal sagen, bleibe ich erstmal hier. Oder geht er den ganzen... Ah, er kommt schon wieder zurück. Oh, Backe. Hoffentlich kommt er jetzt nicht hier vorbei. Ansonsten bin ich gescrewt. Zumindest, ich glaube, ich kann nicht gut in der Dunkelheit sehen, auch wenn er die Augen aufgerissen hat. Ich versuche gerade die ganze Zeit zu reden. Hoffentlich steht er jetzt nicht um die Ecke. Ah! Und ich bin weg. Cheerio, mein fetter Freund. Cheerio. Oh, nein, nein, nein. Oh, hoffentlich, bitte, kann ich mich hier verstecken? Okay. Solange ich ihm nicht in die Augen... Augen schaue. Er hat mich entdeckt. Jesus! Jesus!
No, 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 das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Hallo. Autsch. Das ist die Finale Unbekannte. Okay, das Tor war offen, das habe ich jetzt gesehen. Nur habe ich nicht gesehen, was ich da machen soll. Und ich bin wieder hier. Na super. Zumindest weiß ich jetzt wieder... Also ich war noch. Zumindest weiß ich jetzt, wohin ich muss. Und ich weiß, dass ich ziemlich viel Zeit habe. Ich versuche jetzt mal die ganze Zeit zu reden, dass ich mich beruhige. Okay. Ich muss geradeaus und dann links. Aber ich muss warten, bis ich an ihm vorbeischleiche, weil ich glaube, ich war jetzt gerade eben zu nah an seinen Pobacken vorbeigerauscht. Da hat er den Windhauch gespürt, denkt sich, oh, da muss doch jemand hinter mir sein. Ich drehe mich mal um und die liebe Erneu. Die vernasche ich mal. Und zwar nicht auf die schöne Art. Nicht auf die schöne Art vernaschen. So, Ochsenfrosch, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Jetzt komm mal her. Bitte komm zu mir. Folge der süßlichen Stimme, die hier aus meinem Munde kommt. Hör ich schon ein Dongen? Ich glaube, ich höre nichts. Bejesus. Bejesus. Schon interessant. Dieser... Ich vermute mal, es soll eine mutierte Art der Infizierten sein. Also, oh, jemand Fuß zittert. Und die Fingerzähne fangen auch schon an zu... Ah, da kommt er. Und er ist davon. Hinfort mit dir. Hinfort. Okay, jetzt habe ich genug Abstand zwischen ihm und mir. Oder hat er mich bemerkt, als ich hinter der Kiste war? Ganz vorsichtig. Nicht zu nah auf. Wir wollen keinen Unfall, Auffahrunfall verursachen. Zum Glück sieht er mich nicht, wenn ich ihn anschaue. Okay. Am besten, erst wenn er da hinten ist, sollte ich loslaufen. Okay, jetzt hat er sich, glaube ich, umgedreht. Wenn ich im Raum... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bitte tu mich nicht. Bitte tu mir nichts. Ich darf hier kein Licht anmachen, ansonsten weiß er, wo ich bin. Okay, ich weiß, es ist ziemlich dunkel. Wo ist er jetzt? Nee. Ich schaue jetzt nicht um die Ecke. Der kommt dann sicher genau auf mich zu. Der zeigt auf mich und denkt, du bist verflucht. Ich warte, bis er hier vorbeikommt und dann mache ich mich auf meinen Weg. Okay, dieser ist die, wenn ich renne. Hört er mich dann? Also er wusste genau, wo ich mich versteckt habe. Also er sollte mich schon davon schleichen, nicht rennen. Oh Gott. Jetzt kommt da draußen hier ein Auto vorbeigefahren mit der Unsch-Unsch-Unsch-Musik. Ich muss mich hier auf die Schritte konzentrieren. Er kommt. Und davon bin ich. Und ich verstecke mich nochmal hier. Ah ne, hier hat er mich gesehen. Hier dürfte er mich nicht entdecken. Okay. Am besten verstecke ich mich doch hier im Dunkeln. Okay, was sehe ich hier? Was sehe ich hier? Wenn das ein Holzbrett vor der Tür ist, dann kann ich die aufsägen. Dann ist das mein Ziel, oder? Na, vielleicht steckt man das Gas nicht zum Kopf. Nur ist die blöde Sache. Ich weiß nicht, wann er hier vorbeikommt. Ich weiß nicht, aber er läuft hier unten lang, das weiß ich. Nur was ist, wenn ich jetzt rüberrenne? Wenn ich da durchgehe? Ich sehe nicht, was dahinter dem Gitter ist. Oh Gott. Schade, dass ich nicht erschlagen kann.
irgendwelche Ninja-Stern-Mess. Hey! Hier die Säge schmeißen. Oh, ich. Aha, er war hier. Sehr schön. Okay. Jetzt. Okay. Ritsche, ratsche, ritsche, ratsche, ritsche, ratsche, ritsche, ratsche, ritsche, ratsche. Oh. Ach so. Das ist der Schacht, durch den ich gehen sollte. Okay, mach mir das Licht an. Okay, ich. Autsch! Ich glaube, jetzt sollte ich doch mal ein Schmerzmittel nehmen. Sicher ist sicher. Speicherbüchse. Ja, was machst du denn hier? Ich habe dich doch gerade eben da drüben gesehen. Heißt das, ich bin jetzt erstmal. Oh, das Licht ist angegangen. Das ist ja schön. Also. Soll das heißen, ich habe mich gut vor dem. Hä, was? Moment mal. Hä? Was? Hold on the line. Ich bin doch da eben gerade durchgefallen. Wieso ist der Schacht jetzt wieder intakt? Oh, bin ich irgendwie in der Zeit gereist oder was? Okay, mir sitzt der Angst. Halt. Wait a second. Das ist das Requiem. Das ist das Rätsel, wo der Boden nass ist und Elektrizität hier läuft. Okay, ich denke, ich bin erstmal sicher vor dem Ochsenfrausch. Ich habe immer noch Angst, nicht, dass er hier auf einmal durch die Tür bricht. Zum Beispiel hier durch diese Tür. Okay, ich gebe zu, ich habe Angst. Ich habe verdammt nochmal Angst. Jetzt bin dummere Spieler, die gehen mir schon ein bisschen an die Nerven. Okay. Wilma ist einer von ihnen. Wieso sollte er mich anlügen? Wieso half er mir? Vielleicht war er früher mal ein guter Mensch. Ich kann kaum noch stehen. Aber im Moment bin ich relativ sicher. Jetzt, da ich weiß, dass es noch andere Überlebende in der Station gibt, hoffe ich, dass ich so schnell wie möglich diese Frau finde, bevor sie sich auch in ein Monster verwandelt. Meinst du die? Ah, Mabel, okay. Da wir einen anderen Abschnitt haben, denken wir, sind wir sicher. Okay, keine Ahnung, wieso ich jetzt auch mal mehr Angst habe. Okay. Okay. Ich habe gespeichert. Vielleicht, wenn die Musik aufhören würde. Hör auf, Musik. Du machst mir Angst. Okay, wo geht's jetzt lang? Warte. Ich höre jemanden. Ich höre jemanden husten. Brauchst du vielleicht ein Ricola? Ich hoffe, das ist wirklich kein gefährliches Gesdackchen. Okay, ich muss mich. Keine Ahnung, wieso ich jetzt auf einmal so angespannt bin. Moment. Das ist doch die Anleitung. Rutschen wir gerade in Requiem rein? Ich glaube ja. Oh nee, jetzt sag mir nicht, dass das, was wir in Requiem sehen, die haben sie sich so gedacht, das, was wir in Requiem sehen, ist das, was die Eleanor gesehen hat. Alter! Ich zittere ja die ganze Zeit hier. Und ich schwitze wieder unter den Arm. Oh, verdammte Kiste. Oh, verdammte Kiste. Okay. Ich schau mal. Schalter drückt man ja gerne. Passiert aber nichts. Das sieht mir irgendwie zu sehr aus. Ich schaue es doch erstmal, was da ist. Wenn das so einfach aussieht, dann ist irgendein Haken an der Sache. Deshalb gehe ich lieber den unheimlichen Weg. Das scheint meistens die richtige Lösung zu sein. Da oben war ich schon. Also, okay, da runter. Okay, ab in die Hölle. Okay. Abgeschlossen. Ah ja, was soll ich denn nehmen? Ist hier irgendwo ein Schlüssel oder soll ich eine Kiste nehmen? Oder einen Stahlträger? Nehmen wir den Stahlträger. Ich respektiere deine Privatsphäre, aber als überlebende Frau hier im mittleren Alter komme ich trotzdem rein. Okay, wir haben hier Kisten,
Nehmen wir ihn mal und brechen wir die Tür auf. Alter, ich zitter. Verdammt nochmal, ich glaube, dieser Ochsenfrosch hat mir doch mehr Angst gemacht als gedacht. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, ich bin nicht so der Schleichetyp, wenn ich schleichen muss. Hab ne Kiste. Wer ist da drin? Wer, hallo? Hallo? Und da will ich rein? Oder ist er überhaupt da? Nicht, dass auf einmal der Hunter hier das Sprechen anfängt und denkt sich, hallo! Der ist definitiv schon unten. Achso, ich kann hier gar nicht weiterlaufen. Wieso das denn nicht? Okay, wir haben eine verschlossene Tür. Oder gehe ich da doch einfach mal weiter, weil ich meine, ich habe gespeichert, also... oder kann ich da oben vielleicht doch was machen? Was ich mich frage, was... Wieso kann ich da jetzt eigentlich nicht durch? Das geht doch... Geht es nicht in die Richtung auf, oder? Nee. Oder habe ich irgendwas übersehen? Okay. Schauen wir mal. Oh, ich muss mich entspannen. Ich muss mich entspannen. Okay. Was? Oh, eine Brechstange. Um. Was ist das für ein Geräusch? Oh, lass mich raten, das sind Laser. Das sind verdammte Laser und wenn ich weitergelaufen wäre, wäre ich in den Laser rein und dann hätte es gemacht. Okay, ich habe eine Brechstange. Mit Brechstangen kann man bekanntlich Türen aufkriegen, wenn man, sobald man keinen Schlüssel hat. Also gut. Wer immer dort drin schwer atmet, bitte halten Sie die Luft an. Ein rostiges Brecheisen. Auf ihm würden Wörter eingeritzt. G und C. G und C? Kabuchki! Hallo! Ich habe eine Kiste! Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Bist du da drin? Hallo? Nee, ich will noch nicht raus. Ich weiß nicht. Woher kommt die Stimme und was soll das jetzt? Bitte hör mal auf, ich muss mich konzentrieren. Aha. Wenn du mich so weiter hier so in so einen Atem pustest, dann hau ich dir auf die Schnauze. Aha. Du kannst die Kiste gerne haben. Ich habe mir noch eine davon. Ah! Mutter! Alter, du und deine... Hör doch mal auf hier! Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Aber ich bin weg. Was habe ich jetzt genau gemacht? Ich schau mal, ob oben was passiert ist. Dieses... dieser Typ, wenn der mir hinterher läuft. Oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich habe eine Ahnung, was es getan haben könnte. Aha. Tatsache, das Gas wurde umgeleitet und nun kann ich sehen, wo der ist. Kann ich ja Limbo machen? Limbo! Oje. Und springen. Und noch einmal Limbo. Nice. Und gespeichert. Na prima. Was war da unten für eine Tür gewesen? Öffnet sich nicht. Vielleicht hätte sich die unten auch nicht geöffnet. Hallo? Hallo? Oh. Kommt mir bekannt vor. Okay, hier brauche ich ein... Es ist verschlossen. Ich muss bestimmt das Eingabefeld benutzen. Ich brauche also einen Code. Ich erinnere mich an eine Stelle aus Nicolo, wenn man hier jemanden begegnet. Hoffentlich tue ich das hier nicht. Im Moment hatten wir ja nur zwei Begegnungen. Zwei sehr unfreundlichen Monstern. Speicherbüchse, Speicherbüchse, Speicherbüchse. Erstmal Speicherbüchse. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Stimmt etwas mit mir nicht?
Vielleicht sollte ich diese Dinger nicht mal anfassen. Ist aber besser. Ist aber besser. Da muss ich nicht alles nochmal machen. Okay, wir haben zwei Zettel. Ein Foto vom... Ach, das ist dieser... Dieses komische Generatorteil. Okay, das habe ich schon öfters gesehen. Und... Frank! Behebe diese... Also, das ist so wütend. Frank! Behebe diese gottverdammte Schüssel! Ich weiß, dass dieser Generator nur notwendig verwendet wird, aber das bedeutet nicht, dass du fauler Sack einfach deine Arbeiten vernachlässigen kannst. Entschuldigung wegen der zittrigen Stimme, ich habe immer noch Angst. Pass auf, es ist ganz einfach. Tausche einfach das Getriebe aus und schon sollte der Generator wieder funktionieren. Dauert nicht mal lange. Ach, und nur für den Fall, da ich weiß, wie schlau du manchmal bist. Fass nicht den Hebel im Serverraum an. Der könnte einen Fehlalarm verursachen. Geh einfach nicht mal in der Nähe des Raumes. Denk nicht mal dran. PS, Passwort für den Maschinenraum lautet 8643 Karl. Achso, Karl ist also das eine C, dann ist G wahrscheinlich die Geliebte. Uhlala, da haben die hier mit dem Brecheisen sonst was gemacht. Okay, das glaube ich, wenn ich jetzt gerade eine kleine Pause mache. Und ich würde sagen, ich hoffe, Ihnen hat dieser Part gefallen von Benumbra Twilight of the Arcade, der Ochsenfrosch. Er bringt nicht nur die Erde zum Beben, nein, sondern auch meine Gebeine. Bilder der Personal, des Personals und Kalender von Konferenzen. Ach, wie schön. Ich habe sowas von Angst, weil ich nicht weiß, was jetzt passiert. Wobei, halt, stopp. Okay, stell dich drauf ein. Jetzt kam Monsterpart. Normalerweise ist es so, Monsterpart, Rätselpart, Monsterpart, Rätselpart. Das heißt, jetzt ist nur wieder ein Rätselpart. Das heißt, Jovo, du machst dir nur wieder einen Kopf, ja? Du hast schon einen Kopf, zwei passen nicht auf deine Schultern. Es ist ein Rätselpart. Dir kann nichts passieren. Es ist so unheimlich, weil sie dich einschüchtern wollen. Es ist ein Rätselpart. Außerdem, es ist ein Spiel. Auch wenn du stirbst, du wirst wieder geladen, du bist ein eifriger Speicherdödel. Vergiss das nicht. Ich tue mir gerade selbst Mut zusprechen. Ich hab's nicht vergessen, den Part zu beenden. Puh, okay. Ich denke, es geht langsam wieder, okay. Okay. Wenn ja, wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie es mich. Bitte wissen, wir sehen uns hoffentlich bei der Fortsetzung wieder. Bis dahin. Ihr 93 Jovo, I love and entertain you. Tschüss. And goodbye.